völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn in den letzten drei Spielen konnte er drei Tore verbuchen. Geht das für ihn so weiter? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Zwei Offensivgiganten in einer Partie. Das kann eigentlich nur ein tolles Spiel werden. Ja, auf solche Spiele freut man sich als Kommentator natürlich immer ganz besonders. Das wird mit Sicherheit ein echter Leckerbissen, wenn sich diese beiden Offensivgiganten begegnen. Die Nummer 27, Maximilian Arnold. Die Nummer 36, Matthias Vecchino. Und mit der Nummer 7, Josef Brekalo. Danke und viel Spaß bei dieser heutigen Partie. Geht los, Wolfsburg mit dem Anstoß. Maximilian Arnold. Und es gibt natürlich Einwurf. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. Der Ballverlust. Ja, passt auf. Kein besonders guter Abschluss. Zuletzt gab es ja einen Heimsieg, daran wollen sie anknüpfen. Und da hatten wir ja am Ende ein 4:0. Nenn mich verrückt. Das könnte die Führung geben. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Oh, da ist er durch. Da zieht er ab. Ball noch im Spiel nach dieser Castells-Parade. Da hatten sie noch mal Glück, das wissen auch die Fans. Auf Dauer geht das so nicht gut, weiterhin unentschieden. Maximilian Arnold. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Matthias Vecchino. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Was für eine Parade! Mit einem Hechtschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. So, Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Maximilian Arnold. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Es gibt Neuigkeiten aus der Opel Arena. Da ist ein Tor gefallen. Rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Mainz. Neuer Spielstand damit 1:0. 16 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für die Info. Chance zur Führung. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Kann er was draus machen?
Sie versuchen es. Drüber, Buschi, kein Tor, aber das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er holt sich den Ball. Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz ab ans Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Neuer Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Fast das Kopfballtor, aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Viel Platz jetzt auf außen. Die Gelegenheit für die Flanke. Und die Chance. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Wir sehen noch mal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann macht er das Tor, obwohl er den Ball nicht wirklich richtig trifft. War Glück dabei. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Maximilian Arnold. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Sie haben den Ball erobert. Super durchgesetzt. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Maximilian Arnold. Das sieht vielversprechend aus. Arnold. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Was für eine Rettungstat, gehalten! Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Jetzt der Eckball. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Unentschieden bisher, dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Maximilian Arnold. Jetzt haben sie den Ball wieder.
Arnold. Ja, energischer Vorstoß. Ball noch im Spiel nach dieser Castells-Parade. Er holt sich den Ball. Vecchino. Tisserand. Das könnte eine Gelegenheit werden. Vielleicht die Führung jetzt. Noch ist die Chance da. Maximilian Arnold. Sie machen Druck und auch die Fans machen sich lautstark bemerkbar. Gute Phase jetzt. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Heute eher wie ein Fremdkörper in ihrem Spiel. In dieser Form kann er nicht helfen. Ab geht's in Durchgang 2. Bisher hatten wir richtig Spaß, Buschi. Ja, wir haben tollen Fußball gesehen. Hoffentlich haben die Teams nicht ihr ganzes Pulver verschossen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Luis Luque Bacchio. Und es gibt natürlich Einwurf. Dodi Luque Bacchio. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Das könnte gefährlich werden. Oh, in der Mitte, völlig frei. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. Sauberes Tackling von ihm. Für viel Diskussionsstoff hat die Meldung von diesem möglichen Wechsel gesorgt, Buschi. Wie bei solchen Nachrichten üblich, sollten wir erst einmal schauen, wie viel Wahrheit wirklich darin steckt. Maximilian Arnold. Gutes Tackling. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Und die Möglichkeit. Den hat er gut erwischt, aber der geht knapp daneben. Auswechseln beim VfL Wolfsburg. Nicht mehr dabei. Die Nummer 27. Maximilian Arnold. Neu dabei, die Nummer 24, Xaver Schlager. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. Ball ist wieder weg. Schönes Zuspiel hier. Da hat er die Chance. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann macht er das super. Überwindet den Keeper aus nächster Nähe, behält die Nerven per Lupfer. Das sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen, muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend. 2:1, hier ist noch alles drin. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Er ist frei, da kann was draus werden. Castells ist da, super Parade, setzt sich im 1 gegen 1 durch.
Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig jetzt der Wechsel. Jetzt die Ecke. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Tisserand. Da haben sie jetzt den Ball. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Sie bringen den hohen Ball. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Keine einfache Nummer für den Assistenten, aber ich glaube, das hat er richtig gesehen. Es wird Wechsel geben. Beide Trainer wollen was verändern. Ballgewinn, gefährliche Position. Grätsche kommt, aber clever gemacht, bleibt auf den Beinen. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Macht er ihn. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. So, Ecke kommt. Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. In den freien Raum. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Da oben, der fordert den Ball. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, abseits. Ein Tor in der Opel Arena im Studio, jetzt alle Infos dazu. Wir haben hier den zweiten Treffer für RB Leipzig. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. 74 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für das Update. Hier gibt es den Freistoß für Wolfsburg. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte, was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Ball in den 16er. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Dodi Luque Bacchio. Sie haben den Ball. Und man merkt, wie da alle aufatmen in der Abwehr. Das war gefährlich. Auf der Linie geklärt, es hat nicht viel gefehlt. Boneu Aferro. Es gibt Neuigkeiten aus der Opel Arena. Da ist ein Tor gefallen. Rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Mainz. Der neue Spielstand heißt da. Vielleicht jetzt. Und die Balleroberung. Wichtig. Klasse Pass. Schöner Zweikampf. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Fahndes Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui, das war hauchdünn. Abseitsentscheidung hier und auch wenn es knapp war, ich denke, er liegt da richtig. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Ruben Weso. Sie stellen die Räume im Moment sehr gut zu. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Jetzt ist er durch. Da ist der Ausgleich.
Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Jetzt Meunier. So langsam wird es gefährlich. Da hat er die Chance. Tolle Parade, Bouchy, den muss er erstmal halten. Ja, vor allem kurz vor Spielende. Die Chance zur Führung und er bewahrt die Nerven. Jetzt die Ecke. Drei Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Und das Tor, sie führen. Und das ganz spät in diesem Spiel müsste eigentlich die Entscheidung sein. Jetzt haben sie hier die Führung. Wahnsinn! Damit konnte man nicht rechnen. Buschi. Wolf, die haben sich reingebissen in dieses Match. Und wenn es einmal läuft, hat man auch als Außenseiter eine Chance. Jetzt müssen die Wolfsburger Gas geben. Ja, der nächste tolle Pass. Klasse Aktion da. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Nochmal dieser Treffer, da ist die Flanke. Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Von Freude ist da jetzt im Moment mal gar nichts mehr zu sehen in seinem Gesicht. Den Ausgleich, den hätte er natürlich gerne vermieden. Tja, nur ein Unentschieden für sie heute. Ein torloses Remis heute also. Da ist die Tormaschine ein wenig ins Stocken geraten.